Dankeschön, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich hier im Max-Beckmann-Saal begrüßen. Aber was mich eins interessiert, sind jetzt auch von Tiergartenpaar hier? Ja. Ja? Von Nitte? Oder sind traurig los? Die meisten sind Wendiger, richtig? Ja. Ich hoffe, dass sich ja das eventuell nächstes Jahr ändert, denn die drei Bezirke müssen sich ja jetzt zusammenraufen. Wie werden wir sehen? Und wo nachher das Rathaus ist, werden wir dann auch sehen. Ich wünsche Ihnen heute ein paar vergnügliche Stunden. Wir wollen versuchen, dass Sie sich wirklich amüsieren. Wir hoffen, dass es uns gelingt. Wir werden es hinterher merken oder an Ihrem Applaus. Aber wir hoffen es. Ich darf aber mal vom Rathaus stellvertretend, der Hans Nichtli hat mir heute Morgen noch gesagt, dann haben wir ja das Rathaus gestürmt. Den haben wir abgesetzt, der ist lange genug dran, der alte Knochenhaberweiser. Aber der hat doch wirklich jedes kleine Skademädchen hochgehoben. Ich sage, Hans, mach den Licht nachher, kriegst es noch im Kreuz. Aber das hat ihn nicht gestört, der hat es trotzdem gemacht. Den haben wir heute Morgen abgesetzt, es war ein wunderschöner Rathaussturm. Ja, nett, wenn sie mal nächstes Jahr, es ist immer früh genug bekannt, auch mal hinkommt. Freibier gab es auch, also so ist es nicht. Von Jägermeister, den Tränkestand war auch wunderbar da. Können Sie mal Jägermeister in verschiedenen Sorten probieren. Bloß nicht zu viel. Ne? Sie wissen, Alkohol am Steuer oder laufen Sie? Sie laufen. Na gut, dann können Sie ein Bier trinken. Ich darf aber mal vom Rathaus Wedding noch in dem Fall den stellvertretenden Bezirksverordnetenvorsteher, das ist ein Wort, ne? Habe ich extra auswendig gelernt. Abgekürzt. Stellvertretender BVV-Vorsteher, ist viel einfacher. Den Dieter Scholz mit nach oben bitten und ich glaube, die Fraktionsvorsitzende von der SPD, die Hannelore Jahn, wollte, solltest du oder wolltest du nicht oder willst du nicht? Ja, komm auf mich mit nach oben. Schließlich ist sie auch unsere Ehrensenatorin. Sie hat sich heute Morgen gleich auf unsere Seite geschlagen beim Rathaussturm und hat das Bezirksamt im Stich gelassen und hat uns beigestanden. Und das fand ich ja sowas von schön. Lieber Dieter, wie obliegt es jetzt, deine Begrüßungsrede oder was auch immer zu halten? Danke, Rainer, das ist sehr nett. Also er hat mir ja schon eine Menge vorweggenommen, insofern, dass ich den Bürgermeister zunächst mal entschuldige und sage, er kann heute Abend nicht hier sein, ich habe da so viel beobachten können. Irgendwo bei der mittleren Garde hat er dann doch aufgehört, so hoch zu heben, weil er das wirklich im Kreuz hatte. Aber er hat also wirklich ganz lange gekämpft um das Rathaus. Und als die immer älter wurden, kam dann als eine Geheimwaffe jemand und der muss das Rathaus übergeben. Das war Hannelore. Die kam als Letzte, nachdem er seine Fraktionsvorsitzende abgeknutscht hat, hat er dann gesagt, so jetzt klickt er klein bei und hat das Rathaus übergeben. Es war nicht sehr viel Geld in der Kasse, der große Schlüssel war auch drin. Herr Rainer, wir seid ja nun schon seit vielen, vielen Jahren hier am Wedding. Und die Prunksitzung, die eine Prunksitzung, die ihr auch im Beckmann-Saal hier macht, ja, dafür kann ich nur gratulieren und euch die herzlichen Grüße der BVV, in dem Fall ich als Stellvertreter für Herrn Seider, der verhindert ist heute. Und das tue ich sehr, sehr gerne. Ich habe ja heute auch schon mein Erfolgserlebnis gehabt. Ich habe also seine Lieblichkeit oder ihre Lieblichkeit, Martina die Erste, auch etwas abpuzzeln dürfen und den Prinzen nicht. Das habe ich angelassen. Gut, also hat mein Freund schon bekommen. Aber ich will doch noch vielleicht eine Sache loswerden, weil ihr sehr gerne am Wedding seid. Und ihr merkt das ja auch an vielen, vielen Dingen. Also wenn ich heute auch das Foyer gesehen habe, Hannelore, wie das geschmückt gewesen ist, hast du nicht ganz unrecht, wenn du in den Saal sagst, es wäre sehr schön, wenn im nächsten Jahr, ich sag's mal ruhig, im nächsten Jahr wieder im Foyer des Rathauses Wedding, also dann noch ein paar Bürger mehr sind. Denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und viele andere Freunde aus dem Wedding haben, glaube ich, dort fantastische Arbeit geleistet. Es sah wirklich prima aus. Hannelore Jahn hat ein bisschen was gerettet, die Luftballons da hinten, die sind noch aus dem Foyer von vorhin, aber auch alle anderen Dinge auch hier heute wieder. Auch die Technik da oben, schönen Dank, die das ja wieder arrangieren wird, machen das ja wahnsinnig gerne für euch. Und wir sehen euch wahnsinnig gerne hier am Bild. So, eine Sache will ich noch loswerden. Ihr macht ja sehr viel Jugendarbeit. Und das kann man ja gleich hinter mir sehen. Und ihr habt am 7. März auch wieder eine wunderschöne Kinderfasching-Karnevals
Sitzung im Rudolf-Palmer-Haus in der Brunnenstraße. Der Leiter dieser Einrichtung steht da hinten, dein Vize. Und spreche ich in einer etwas anderen Eigenschaft. Es gibt da eine SPD-Abteilung am Wedding, da sind auch die Ehrensenatoren drin. Insofern ist es uns eigentlich eine Verpflichtung, ein bisschen was für diesen Kinderkram zu machen. Es ist richtiges Geld, es kommt von keinem anderen Konto, sondern nur von unserem Konto. Wir überweisen es euch ab, damit ihr es richtig verbuchen könnt, aber damit ihr wenigstens ein bisschen Geld auch für diesen Kinderfasching habt. Das wollte ich nur bei dieser Gelegenheit noch sagen. Insofern, ich sehe, dass wir über 200 Jugendliche haben und ich finde, das ist eine tolle Leistung, eine tolle Arbeit, denn ich kenne ja so ein ganz klein bisschen den Verein und weiß, was in der Jugendarbeit auch an Arbeit und vor allen Dingen auch an Geld drin steckt. Das muss man, und vieles muss ja, fast alles muss ja ehrenamtlich gemacht werden. Insofern nochmal herzlichen Dank für euer Kommen. Herzlichen Dank, lieber Sie. Und du kannst dich darauf verlassen, dass diese Spende wirklich auch nur für den Kinderkarneval verwendet wird. Und wir werden es in dem Fall auch richtig einsetzen. Recht herzlichen Dank. Und wir freuen uns immer, wenn wir Spenden kriegen, denn so einen Verein zu unterhalten, gerade mit den Haufen Bademädchen, ist wirklich nicht so einfach, denn es kostet alles wirklich einen Haufen Geld. Aber wir sind in der glücklichen Lage, doch einige Sponsoren zu haben, die uns da unterstützen und die machen das auch offiziell und kriegen auch eine Spendenbescheinigung. So wie du. Hast du sie schon bekommen, die Spende? Siehst du, vom Bezirksamt Neukölln. Geht alles über das Bezirksamt, also bei uns werden keine schwarzen Gelder angeschafft. Ja. Aber ich wäre nicht böse, wenn mal einer mit einem schwarzen Kopf herumkommt. Das ist das Schöne, im Karneval darf man das alles haben, nicht? So, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu meiner Linken sehen Sie den Musikzug aus Tempelhof unter der Leitung von Dieter Ratzlaff, richtig? Habe ich es richtig ausgesprochen? Ich kenne nur immer unter seinem Spitznamen unter Steini, deswegen muss ich immer kurz überlegen. Recht herzlichen Dank, dass ihr heute da seid und wir werden es nachher nochmal hören. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass die Stadtgarde von Rot-Gold, das sind die hübschen Mädchen in den rot-weißen Uniformen, die etwas weiter hinten stehen, mit unseren Großen zusammen dabei sind. Auch Sie werden Sie nachher noch sehen und auch noch die blaue Garde Britz, die sich jetzt noch gerade umzieht, die Mädchen. Also wir hoffen, dass es wirklich ein schöner Tag wird. Aber Dieter, ich weiß, du hast unseren Sessionsorden ja noch nicht von dieser Session. Und unser Motto lautet diesmal, war ja noch in 1999, mit Pauken und Trompeten ins Jahr 2000. Und da ist ein Narr drauf, der sitzt auf der Trommel und hat ein, wie heißt das, Schwengel? Oder wie heißt das? Schlegel. Schlegel in der Hand. Ja, ich bin ja nur kein Musiker, nicht? Und in der Hand, in der anderen Hand eine Trompete. Und da versucht er nur ein bisschen Stimmung zu machen. Und deswegen, lieber Dieter, dürfen wir dir als Ersten heute hier mit Max Beckmann da den Sessionsorden überreichen. Ich darf bitte ein großes Mädchen zu mir nach vorne bitten. Komm mal, ja komm. Der Dieter weiß es, dreimal. Dreimal ist Pflicht beim Präsidenten sowieso, aber Sie brauchen keine Angst haben, wir beide küssen uns nicht. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, wisst ihr noch, oder wer war denn schon mal das letzte Mal hier? Hände hoch. Also doch nicht ganz so viele. Sie wissen aber den Gruß noch, richtig? Hajo heißt er, richtig. Und das werden wir jetzt das erste Mal durchführen. Und mal sehen, ob es klappt. Wenn nicht, berühmt es heute noch ein bisschen. Auch unser neuer Ordensträger und auch das Bezirksamt Wedding. Ein dreifach donnerndes Berlin. Hajo! Berlin. Hajo! Berlin. Hajo! Karneval an der Spree. Also im Laufe des Tages, verlassen Sie sich drauf, haben es auch die Letzten da hinten auch noch kapiert. Und manche hier vorne auch noch, so ist es nicht. Also, lieber Dieter, liebe Hannelore, recht herzlichen Dank, dass ihr heute da seid und euch das Programm mit anguckt. Ich darf jetzt um Abmarsch bitten, denn wir legen so langsam los.